Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Goal! Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Aha. Ups. Hoppla. Kommst du voran? Ja, es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Oh, oh. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Sie ist so süß, Nancy. Also... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du bluffst doch. Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. 1, 2. Ah! Ich bin blind! Ah! Und? Hep! Wow, du hast es wirklich geschafft! Tja! So bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Nein? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na,
Aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Gaul rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ein Fan. Es gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Ah! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Hui, da sprühen aber die Funken. Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier daran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. An mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. Ich habe Gaul versprochen, sie nie wieder mit Äxten zu bewerfen. Jetzt bereut sie das sicher. Whoa!
Hat jemand das Fenster offen gelassen?